es in unserer Stadt regnet. Ortisch ab! Das es pieselt in Hamburg, also mal ganz schnell rein hier. Heute kommt Dirk Steffens, das ist der von Terra X und so. Und der hat schon die ganze Welt gesehen und so und überall gedreht und so. Nur im Schellfischposten da noch nicht und so. Und Caroline Kebekus ist da, die kommt aus Köln und die ist ganz, ganz toll. Und tolle Musik haben wir dann auch noch von Laura Mbula, gar nicht so leicht auszusprechen für eine Norddeutsche. Und Tokotronic ist im Fernsehen. Juhu, ich freue mich. Schupidu, mein erster Gast ist echt ein Clou. Oh, was der sich traut. Zu singen, das reimt sich auch noch für den Anfang, weil ich glaube, du singst ganz selten. Ja, ich werde meistens nur eingesetzt, um wilde Tiere zu vertreiben zum Singen, aber ich mache heute mal eine Ausnahme. Was singt man da so? Ja, so klein, alle meine Entchen reicht schon, um Löwen zu vertreiben. Sind sie also meine Stimme ist wirklich eine Massenvernichtungswaffe. Ich sehe dich so oft. Ja, ich singe aber nie. Fernsehen. Ich mag das so. Aber du hast mich noch nie singen gesehen, oder? Das wird sich heute ja ändern. Ja, das wird sich ändern. Wir werden natürlich noch singen mit Dirgi. Ja, ich hoffe, die sind alle versichert. Eigentlich Dirk-Peter-Jörg. Dirk-Peter-Jörg, so ein richtig schöner norddeutscher Name. Kommen aber aus ungefähr der gleichen Gegend. Du sagst immer, naja, so Stade. Ich sag auch immer, naja, so Stade. In Wirklichkeit wohnen wir aber beide von Stade noch mal eine ganze Ecke weg. Ja, ich muss zugeben, bei uns fuhren nur mittwochs und freitags jeweils ein Bus nach Stade. Der fuhr um 2 hin und um 6 zurück nachmittags und das war's. Und da musstest du alles erledigt haben. Da musstest du mit allem durch. Und wenn du verpasst hast, war der Arsch ab. Weil man musste ja dann jemanden anrufen und sagen, kannst du mich abholen? Und wir reden über eine Zeit ohne Mobiltelefon. Oder Trampen. Ja. Siehst du schon die Tiere, die wir aufgebaut haben? Ja. Oh, ich freue mich so. Das ist so ein bisschen, ja. Asselamoa. Ja, das ist das kleine Dorf, durch das dieser Bus zweimal die Woche fuhr, wo ich groß geworden bin. Also ein ganz, ganz kleines Dorf in den tiefsten Tiefen der norddeutschen Tiefebene. Dein Papa war Hobbylandwirt. Mein Papa war Hobbylandwirt, was ich damals ganz schlimm fand. Weil alle anderen im Dorf, alle 50 anderen im Dorf, waren richtige Landwirte. Und so wie mein Papa. Ja, und wir hatten keinen Trecker. Ne? Das war scheiße. Ah. Weil dein Papa war ja nicht nur Hobbylandwirt, der war auch Standesbeamter. Ja, der war Standesbeamter und zwar ein singender Standesbeamter. Also das hat sich jetzt ja leider überhaupt nicht vererbt. Überhaupt nicht? Oder es ist ein Kindheitstrauma. Also der sang auch zu Hause ständig und immer vom Aufstehen bis zum Schlafengehen. Oh Gott. Und hat auch bei diesen Trauungen, die er dann im Amtszimmer durchgeführt hat, immer gesungen. Und ich fand das ganz schlimm. Und was hat er denn immer so gesungen? Ganz schlimm, vom Schneewalzer über so dieses ganze Zeug, das ich dann irgendwie verdrängt habe. Als ich älter wurde. Im Standesamt? Er hat alles gesungen. Also was aus dieser... Amazing Grace. Nee, Englisch konnte er nicht so. Du konntest schon mit 10 Jahren Trecker fahren, na gut, 13. Ja, ich konnte, ich glaube fast noch früher. Also du kennst das ja vom Bauernhof. Ja, ich konnte auch mit 13. Natürlich nicht auf der Straße, aber man fährt auf den Feldern dann ja mit der Walze oder Ecken oder was man so macht, ne? Die simplen Dinge. Prost, Jungs! Das hat mein Papa auch gerne gesungen. So was hat er auch gerne gesungen? So was hat er auch gesungen. Hört sich alleine ein bisschen mager an, oder? Ja, ja, da hörte sich vieles mager an. Und du hast dann gesagt mit 16 Jahren, es ist so unglaublich öde hier. Ja, das war schlimm. Ich habe mich da einfach gelangweilt. Ich habe mich da wirklich gelangweilt. Und ich musste da weg. Und dann bin ich mit 16 auch zu Hause ausgezogen. Aber mit 16 hätte mein Papa hätte gar nicht mehr mit mir gesprochen. Der hätte gedacht, ich spinne. Meine Mutter hätte jeden Tag gedacht, dass ich jetzt drogenabhängig werde und bald ums Leben komme. Deine Eltern haben sich aber keine Sorgen gemacht. Meine Mutter hat das auch gedacht. Aber ich habe meinen Eltern ja auch eine gute Lüge aufgetischt. Also ich habe das ja zusammen mit zwei Kumpels gemacht. Und wir haben unseren Eltern erzählt, hey, so, wir sind jetzt zwar erst in der 10. Klasse, aber wir machen später Fachabitur. Da gibt es so eine Ausbildung. Bei der Post war das damals noch Fernmeldetechnik.
dann machen wir eine Ausbildung, dann können wir da Fachabitur machen, wir werden Ingenieure im öffentlichen Dienst. Meine Eltern, die mich bis dahin für eher schwierig gehalten haben, waren sehr erstaunt und erfreut. Und ja, so konnten wir dann mit 16, drei 16-Jährige vom Dorf nach Hamburg ziehen. Aber kannten die ihren Sohn denn nicht, der ja anscheinend als schwierig galt, nicht zu wissen, der wird doch im Leben nicht Fernmeldetechniker. Du weißt, dass Eltern immer an die Läuterung ihrer Kinder glauben. Ja? Ja. Bis heute? Nee. Ihr seid dann zu dritt, was ja noch schlimmer ist als alleine, nach Hamburg gegangen, ja. Und du hast wirklich ein bisschen Fernmelde gemacht, ne? Ja, ich musste das dann, das war das Blöde an dieser Lüge, ich musste diese Ausbildung tatsächlich machen. Und, ein Jahr, zwei Jahre? Drei. Fertig? Ja. Fertig? Ja, ich bin fertig. Das heißt, du bist Fernmeldetechniker. Ja, ja. Und hast drei Jahre gemacht, dich durchgequält, weil es sehr langweilig war wahrscheinlich. Stinkelangweilig. Ja. Wieso habt ihr denn nicht gesagt, also ihr bis wollt? 16 Uhr, dann hatte man ja Feierabend und dann war Hamburg wieder gut. Und dann hast du gedacht, Mörb, langweilig? Dann bist du nach Köln gegangen und hast da studiert. Nee, ich habe erst mal hier Abitur gemacht, ein bisschen rumgejobbt und so ein bisschen mal Hamburg ausprobiert. Und dann bin ich nach Köln gegangen, ja, auf die Journalistenschule. Dann hast du studiert und gedacht, ich arbeite da mal. Dann hast du was gemacht, Journalismus, Deutschlandfunk. Und dann war dir öd und du wusstest, irgendwas muss noch kommen. Und dann sagte jemand, kannst du mich nicht vertreten? Genau, und vertreten... Genau, das war so ein Reisemagazin, was es damals gab. Und der erste Job war Rio de Janeiro. Und ich bin da ist man ja auch versaut für alles andere auf der Welt. Ich bin geflogen, kam da an, hatte den ersten Drehtag und danach wusste ich, jetzt mache ich nie wieder was anderes für den Rest meines Lebens. Und, das heißt, du bist jetzt aber... Ah nein, ich muss dir erst noch mal... Du fingst an, war das schon Boxtours, als du dir diese Haken in den Rücken gepflanzt hast? Nein, das war viel später. Also ich hab dann irgendwie eine Neigung zu Selbstversuchen entwickelt. Wahnsinn! Und da ging es darum, Fakire ziehen in Indien über Dörfer und nutzen den Aberglauben aus von den Leuten. Die kommen da hin und sagen, guck mal, ich kann Tricks, ich kann mir hier einen Haken durchziehen und da ein Schwert und so. Und wenn du mir jetzt keine Kohle gibst, dann verfluche ich deine Familie. Und das ist fies. Und deshalb gibt es eine Gesellschaft, die heißt The Indian Logical Society. Also die logische Gesellschaft Indiens. Mit dem bin ich darüber gezogen. Die kämpfen gegen den Aberglauben und zeigen den Leuten, dass jeder Idiot sich einen Haken durchs Fleisch ziehen kann. Sogar so ein Weißbrot wie ich. Und dann hast du aber ja nicht einen Haken da hinten drin gehabt, sondern mehrere. Nee, und dann haben wir dann ein Auto abgeschleppt durchs Dorf. Das haben wir da angebunden. Das jetzt geht ganz gut. Nicht so schnell. Die haben dir richtig so Haken durch dein Fleisch. So ein Fleischerhaken. Wie, man den wie so ein Widerhaken beim Angeln. So. Nee, so ein fetter Fleischerhaken, wo so ein Schinken dran hängt. Ah. Und wie viele davon? Zwei. In zwei? Ja, hier, dahin, ja. Unterm Schulterblatt. Und der andere? Beide da? Auf der anderen Seite. Also an beiden Seiten, wie bei so einem Tier, ne? Das muss doch wehgetan haben. Das Durchziehen war ganz blöd, weil also, der nimmt so eine Hautfalte und macht so Rupsch, ne? Und ist nur durch eine Seite gekommen und dann musste der fummeln und das war doof. Das ist sehr, sehr mutig, finde ich. Dieser Beruf ist ja sowieso so, dass ich die ganze Zeit Sachen mache, die ich eigentlich gar nicht kann. Und das ist ja auch das, was mir da mal ein bisschen Spaß macht. Und geht dir aber trotzdem die Düse? Ja, immer erstmal, egal was ich mache, ob da ein Krokodil liegt, eine Schlange oder ich irgendwie aus dem Flugzeug springen muss. Erstmal habe ich immer Schiss, aber wenn ich mich dann da so mit beschäftige, also ich bin so ein Ausrechentyp und rede dann mit den Experten und der sagt, wenn du beim Krokodil von hinten links und dann aufs Auge und dann kann der nicht und so. Und ich bin so blöd, ich glaube denen das und mache das dann. Und das Krokodil macht Schnapp und, ja, und dann sagst, hat er mir aber das nicht gesagt. Ja nicht. Das hat er mir aber nicht gesagt. Du bist mit dem Auto auch unter Wasser gegangen. Das heißt, du bist mit einem Auto ins Wasser gefahren. Und dann wolltest du da selber wieder rauskommen. Ja, ging ja auch. Daraus sind meine Albträume gemacht. Plus weglaufen und der Bagger fährt hinter dir her. Also meine Albträume sind ja Ratten. Ich habe, also das ist ja als Tierfilmer eigentlich total peinlich. Aber ich habe eine Phobie vor Ratten. Das ist jetzt zum Glück keine echte. Und ich war mal in Indien in so einem Rattentempel. Ja. Hör mal, ich muss mit dir über Ratten reden, deswegen haben wir diese Ratte heute auch da. Oh mein Gott. Was ich an Ratten, erstmal finde ich schlimm, dass heute die Wissenschaftler festgestellt haben oder mutmaßen, dass neben jedem Menschen hier in Deutschland im Umkreis von 7 Metern mindestens eine Ratte sich befindet. Jungs. diese Ratten, und das finde ich so eklig, erstens ist dir das erste Mal, wo du ja so eine Rattenphobie hast, eine Ratte übers Bein gelaufen und hat auf deinem Sack gesessen. Ja. Eine Sackratte. Da macht der Name das, Sackratte ja, das, ja endlich mal das Sinn. Das war wahrscheinlich die größte Sackratte, die es je gab. Das war auf einer kleinen Südseeinsel, wo wir so eine Tauchexpedition gemacht haben. Da gab es nur eine Hütte. Und auf kleinen Inseln hast du immer das Problem, da gibt es dann oft relativ viele Ratten, die fressen dann die Vogeleier und so. Und ich lieg so nachts unter meiner Decke und dann, weißt du, so im Halbschlafen merkst du, irgendwas krabbelt an meinem Bein hoch, ne? Irgendwas. Und dann mache ich so die Decke hoch und dann sitzt da so ein schwarzes Vieh auf meiner Hüfte. Und ich bin abgereist. Ja, wie denn von der Insel? Das wäre mir egal. Ich habe geschrien wie ein kleines Mädchen und dann mussten die anderen die Ratte fangen. Weißt du, was ich wahnsinnig eklig finde?
wenn es den Rattenfrauen gerade nicht so gut geht, ne, dann können die das Sperma vom Mann so ein bisschen irgendwo speichern. Ja, die können das bunkern. Und dann besamen die sich irgendwann, wenn es gerade passt, selber. Das ist ja eigentlich eine praktische Sache, wenn man mal drüber nachdenkt. Crank! Weil wo soll denn noch eine natürliche Selektion stattfinden, ja, wenn mal, die sich auch noch ständig selber befruchten? Wir sind hier in Hamburg, haben ungefähr 50% Singles. Jetzt stell dir doch mal vor, nach so einem One-Night-Stand, stellst du morgens fest, das ist gar nicht der Typ, mit dem ich zusammenleben will. Dann hältst du das ein bisschen bei und dann... Verstehe, und dann raus damit. Was ich nur überlege... Wir halten das nicht im Mund vor. Nee, schon klar. Ich hatte dieses Bild nur gerade so vor. Wenn man es irgendwie nein, das wird dir zu eklig. Du hast auf deinen ganzen Reisen so schlimme Sachen erlebt. Du sagst, du bist, das muss ich hier noch mal einmal lesen, auf Reisen für Terra X beim ZDF, es ging ja immer dann zum ZDF, bespuckt, bepinkelt, gebissen und beschissen worden. Ist es so schlimm beim ZDF? Ja, also vor allen Dingen wird man ständig beschissen. Also, das ist ja wirklich so, dass Tiere machen ja manchmal komische Sachen und immer in dem Moment, in dem man nicht will. Also so, man moderiert gerade was und guckt hoch und dann muss der Orang-Utan gerade, der da über einem sitzt. Dann hat der so ein Bratzschiss dir ins Gesicht, ja, und der war es aber ganz schlimm, weil du warst sehr krank. Weil ich habe ja genau wie du auch diese Moderatorenkrankheit, man redet zu viel. Ja, ja. Und beim Reden hat man ja den Mund offen. Ja. Und dann sitze ich mal ein paar Wochen später hier, ein paar Straßen weiter, am Tropeninstitut hier in Hamburg, und dann finden die wieder was. Das waren so kleine Viecher im Dünndarm. Achso, ja. Und da hast du sehr viel abgenommen, nur für uns Frauen, wie viel? Da war ich runter, ich weiß nicht mehr genau, auf 60 Kilo ungefähr, so, und das war 65 Kilo, aber es war auch blöd, das war richtig blöd. Da lag ich dann auch lange im Krankenhaus. Du, und wenn ihr dann unterwegs seid, dann hast du ein bisschen erzählt in deinem Buch über Essen. Was ich am widerlichsten fand, muss ich jetzt sagen, war ja die Vogelspinne. Wir haben leider hier nur so eine puschelige Kindervogelspinne. Eigentlich haben die doch, sind die doch schwarz, ganz, ne? Ja, sind also so wir haben damals die größte Spinne der Welt zu finden. Das war im Urwald, auch in Lateinamerika. Teraphosa blondi. Blondi? Ja, lustiger Name für so eine Spinne. Ist die jetzt, oder ja, was? Man könnte das so sagen. Die sieht so ähnlich aus. Ach, ehrlich? Und die kann 30 cm werden mit Beinen. Also es ist dann so ein Kavenzmann. Also so wie die hier ein bisschen, ne? Und da gibt es einen Indianerstamm, die Piaroa. Und wenn du mit denen unterwegs bist, dann fangen die wickeln die in so ein Blatt ein, nehmen die mit nach Hause. Und dann nimmst du die so in deiner Hütte und dann knippst du die einmal mit dem Daumen durch den Chitinpanzer und dann schwupp, auf dem heißen Stein ins Lagerfeuer. Ja, und dann warten die, bis es aus dem Loch rauspfeift. Genau. Weil dann ist sie gar. Dann ist sie gar. Und dann nimmst du die Spinne und dann reißt du so ein Beinchen ab und kannst das essen. Das hast du alles gemacht, du warst dabei. Man muss das dann so ein bisschen machen, wegen der Gastfreundschaft und so. Man möchte da ja auch nicht unfreundlich sein. Das war jetzt aber vom Geschmack her gar nicht schlimm. Das ist natürlich eklig, in eine Spinne zu beißen. Aber der Geschmack war eigentlich wie so ein Schrimp, so ohne das Fischige. Aber die haben gesagt, lebendig, ne? Machen die, oder machen die, das heißt, die ist ja noch... Die lebt, wenn die da reinkommt. So, wenn die aber lebt, und dann versuche ich in so einer lebenden Spinne, ne, zu sagen, so, ich drücke dir jetzt mit meinem Daumennagel mal hinten deinen Chininpanzer durch. Was ist denn, was sagt die denn so? Sagt die da nichts mehr? Die lebt ja noch. Nee, die können ja nicht schreien und nicht sprechen, die lebt natürlich noch. Aber die können doch sich umdrehen und mich beißen. Willst du jetzt den Piaroa-Indianern erklären, dass sie die erst betäuben sollen, bevor sie die grillen? Ich weiß es nicht. Ich finde nur dieses Bild, der da hinten schon ein Loch reinzudrücken, während die vorne noch lebt. Ja, weil sonst platzt die, weil so ein Chitinpanzer... So ein Stein, oh, Entschuldigung. Entschuldigung. Und dann zu warten, bis es pfeift wie beim Teekessel, um sie dann zu essen. Ja, das ist ehrlich ein bisschen eklig. Ich habe natürlich dieses Buch, was jetzt nicht hier liegt, aber deine Kuriositäten. Ne? Ja. Das Buch ist sehr lustig, weil es ist ganz klein, dünn und sieht wahnsinnig altmodisch aus, kostet aber 8,95. Echt? Ja, ja, aber den Preis mache ich ja nicht. Ja, aber ich muss ja meine Expedition irgendwie finanzieren. Aber das Buch ist natürlich ganz toll, weil man das ganz, ganz toll lesen kann. Und dann habe ich ein paar Tiere nur rausgesucht. Okay. Nicht so viele, aber natürlich immer nur die, wo es um Pimmel geht. Oder um irgendwas Versautes. Weil das Warum überrascht mich das nicht? Naja, die anderen Sachen waren dann auch gut, aber die wurden zu wissenschaftlich. Aber die Sachen sind immer zum Beispiel die Kuriosität des Ameisenigels. Ja. Das finde ich sehr lustig. Der hat einen Vierfachpenis. Ja, der ist, also, der ist vorne so gespalten. Und... Voll eklig. Und dann gehen die noch so nach außen? Ja, genau, so forkenmäßig. Und das wirft natürlich ein paar praktische Probleme auf. Natürlich, ja, weil die können ja gar nicht... Ja. Weil die hat ja zwei
Das fand ich ja auch so lustig. Warum sagt die Evolution denn, wir geben ihm 4 Pimmel, aber ihr nur 2 Löcher? Evolution darfst du dir nicht so sinnvoll vorstellen. Also Evolution ist wenn das sinnvoll sein muss, dann bitte die Evolution. Guck mal, na, das fängt ja an mit den Brustwarzen bei Männern zum Beispiel. Es ist ja schwierig zu beantworten, warum hat man die? Oder warum gibt es Tiere wie Mücken, die keiner mag? Und Evolution funktioniert nicht so, dass das alles sinnvoll gebaut wird. Da plant ja keiner. Sondern es lebt, was leben kann. Das ist so ein Minimax-Prinzip. Also wenn das irgendwie geht, dann kannst du damit loslaufen. Aber wie hat sich das wohl denn ergeben, ne? Da ist ja, irgendwas muss ja schiefgelaufen sein, jetzt Evolution hin oder her. Also wir zum Beispiel, wir haben ja kein Fell mehr. Ja. Da hat die Evolution ja gedacht, wir haben jetzt eine Heizung, jetzt brauchen wir kein... Naja, ein bisschen Fell bei euch. Aber wir haben zum Beispiel hinten keinen Schwanz mehr oder irgendwie sowas, was man wahrscheinlich alles... Oder ich weiß nicht, was wir alles früher hatten. Oder wir sind doch zum Beispiel... Nur 1% gehen am Bonobo-Affen vorbei. Das stimmt. Die haben 99% genetische Übereinstimmung mit uns. Aber das kann doch nicht angehen. 99 ist fast alles. Ja, aber du kannst mit 1% der Gene kannst du eben alles verändern. Das sind ganz intelligente soziale Tiere. Und lösen halt so aber alles durch Sex. Alles. Ja, alles. Wenn, egal, ob die Hunger haben, wenn die jemanden... Alles wird... Wenn sie Streit haben, dann haben sie... Wie bei euch oder was, Jungs? Egal, was ist, es wird immer... wenn sie sich streiten, ist am Ende immer Frucht? Sex. Es geht immer um Sex. Jeder mit jedem. Und da gibt es auch keine Hierarchien und so. Und also jedes Problem wird, wie wir es ausdiskutieren, machen die das dann... Ist das das 1%, was wir nicht haben? Das befürchte ich. Und die führen deshalb ja auch keine Kriege. Also es gibt zum Beispiel andere Schimpansen, die regelrechte Kriege gegeneinander führen. Die machen das nicht so. Das machen nur die Zwergschimpansen, die Bonobos. Also das ist vielleicht Make Love, Not War. Das ist da gelebte Völkerverständigung. Aber ich finde das ganz gut, dass sich das bei uns irgendwann geändert. Ich möchte ja nicht mit jedem, mit dem ich Streit habe, dann immer 13 Sekunden Sex haben und dann ist alles wieder gut. Ja, aber du musst ja nicht. Also es ist ja... Das ist doch deren Art. Ja, aber wahrscheinlich, man lebt sich da auch so rein. Ne? Also, wenn man den Apfel möchte und du hast jetzt den Gin Tonic, den ich trinken möchte. Muss freundlich sein, dann, den habe ich auch schon mal gehört. Ja. So ist das dann. Bei denen ist das so. Bei denen ist das so und funktioniert ja auch. Und wunderbar. Das Lustige ist, die schmusen, die küssen, die machen alles wie wir. Ja, überall, alles. Und auch die Missionarsstellung sogar. Alles. Ja, alles, was man sich so vorstellt. Das ist so lustig. Und die streicheln sich auch richtig. Also du siehst, da gibt es auch Zärtlichkeit. Das ist wirklich Zuneigung, die es da gibt. Die machen Oralsex. Ich habe sogar mal welche gesehen, zwei Männchen, die hingen. Entschuldigung. Ich hab sogar mal mitgemacht. Die hingen so am Ast und haben dann einen Fechtkampf ausgefochten. Also das, auch das gibt's. Aber wie kann man denn sagen, wenn die so komplett... Die sind ja hinterher geblieben, muss man ja sagen, weil sie ja überhaupt nicht reden. Sie können, haben keinen PC, den sie bedienen können. Sie können keine Fremdsprachen. Sie können kein Auto fahren. Trotzdem wette ich, wenn du eine Umfrage machst, dann finden viele Leute das Bonobo-Modell gar nicht schlecht. Wie gesagt, meins wäre es nicht. Stell dir mal vor, du arbeitest in irgendeinem Laden und dann sagt dein Chef... Bei der Post zum Beispiel. Bei der Post und dann sagt dein Chef, Frau Müller, jetzt bin ich aber ganz, ganz böse. Ich möchte was von Ihrem Apfel. Und jetzt geben Sie mir mein Stück von Ihrem Apfel. Das heißt, Sie kennen eigentlich, kennen die doch keine Eifersucht oder alles, was wir so an... Das ist im Grunde so ein 68er-Lebensmodell, so eine Kommune. Also jeder mit jedem und keiner hat Privateigentum und wir sind alle eine große Gruppe, du. Aber gerne auch mal 10 bis 20 Mal, also nicht nur einmal, sondern 10 bis 20 Mal. Und wer zweimal mit derselben pennt, ne, gehört schon zum Establishment. Ich weiß nicht, ich bin ganz gerne Mensch, muss ich sagen. Eine letzte Frage, stimmt es, dass der Orgasmus des Schweins 30 Minuten dauert? Das habe ich noch nie gehört, aber ich würde es jeder Sau gönnen. Komm, wir singen. Ja, wir singen, komm. Ja. Ich habe noch nie in ein Mikrofon gesungen. Aber das habe ich doch irgendwo bei dir gelesen. Dass ich singe? Nein. Nee, mit den 30 Minuten mit dem Schwein. Ich weiß gerade nicht mehr, wo es herkommt. Die ganz schlimmen Sachen verdränge ich auch wieder irgendwann. Wir singen ein ganz, ganz schönes Lied, wie ich finde. Und zwar von Element of Crime. Die waren ja selber schon mal hier und haben das Lied gesungen. Ich kann sie zwar nicht singen, aber das wird Spaß machen. Du singst ganz toll, wir haben ja schon mal geübt. Ja. Auf einem Spielplatz ruft ein Kind nach seiner Mutter, damit sie sieht, wie hoch das Kind schon schaukeln kann. Und es wirft die Beine vor und hoch zum Himmel, bis ein Schuh davon fliegt und er landet dann
auf einem Auto, das am Straßenrand geparkt ist, auf dessen Windschutzscheibe Schwein geschrieben steht. Und das metallicbraun und glatt wie deine Haare, genau wie du sein wahres Alter nicht verrät. Ganz egal, woran ich gerade denke, am Ende denk ich immer nur an dich. Warum blutet Mutter aus der Nase? Warum ist ihr Kind so dumm wie klein? Darf ein metallic-braunes Auto denn da parken? Und warum kann ich ohne dich nicht glücklich sein? Wie viele Erdbeereise muss der Mensch noch essen, bevor er endlich einmal sagt, ich bin dafür, die böse Tat des Beinestellens zu unterlassen? Und darf ich irgendwann noch mal zurück zu dir? Ganz egal, woran ich gerade denke, am Ende denk ich immer nur an dich. Jetzt kommt die Schöne. Ganz egal, woran ich gerade denke, am Ende denk ich immer nur an dich. Dick Steffens hat gesungen! Yeah! Toll! Ich glaube, dein Vater wird sich sehr, sehr freuen. Mein Vater wäre heute mal stolz auf mich. Das war sehr, sehr schön. Ich würde sagen, wir setzen uns jetzt hier oben rauf. Komm mal, wir machen für die Shanty. Lange. Das war das Gefährlichste, was ich je gemacht habe. Hey, 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 hey. Was war denn wirklich das Gefährlichste, was du je gemacht hast? Mir ist mal ein Stein auf den Kopf gefallen, so ein Lavabrocken. Das war doof. Ja, die Geschichte habe ich gelesen. Die war so unschön, dass ich darüber gar nicht mehr reden wollte jetzt. Ja. Aber sie haben alles wieder super hingekriegt. Ja, das hat gut geklappt. Hast du das gehört? Wer hat da gelacht? Komm, gehen wir raus vor die Tür. Was heißt das? Nutzt du auf deinen Reisen Reihe in der Tube? Reihe in der Tube. Mache ich manchmal tatsächlich, allerdings nehme ich das Billigprodukt. Aber weißt du, was ich nicht kapiere? Ihr müsst doch immer drehen und die Sendung machen. Hm. Und dann seid ihr, sagen wir mal, 3 Wochen irgendwo in der Wüste. Und wie kannst du denn immer so adrett aussehen? Also wenn sie sagen, hallo meine Damen und Herren, hier sind wir wieder aus der Namib-Wüste in Namibia und sehe ich nicht gut aus. Du weißt ja, dass Fernsehkameras oft lügen. Also man sieht dann im Fernsehen viel besser aus als in Wirklichkeit. Außer Ina natürlich. Nein, aber jetzt mal ganz ehrlich, ich finde, die Kamera sieht alles. Man sieht doofer, müde und ich fühle mich immer viel besser, als ich da aussehe. Ja, eigentlich. Ist das so? Nee, also ich finde oft, man sieht auch, dass es einem schlecht geht dann manchmal, wenn man ein bisschen Fieber hat. Oder wenn einem ständig irgendwelche Orang-Utans in den Mund kacken, dann sieht man natürlich, wenn du dann da stehst und sagst, hallo. Und ich reise Ich bin's wieder, euer Dirgi. Dann sieht man natürlich auch mal blass aus. Ja, aber sowas kommt manchmal vor, dass man zwischen 2 Takes in die Kamera mal irgendwas macht, was man dringend machen muss. Das heißt, du musst dir selber helfen, um gut auszusehen? Und die Kameras sind aber da und sagen, mach mal das Haar ein bisschen schön. In meinem Job muss man ja jetzt nicht zwingend gut aussehen. Also das ist ja nicht so notwendig. Aber du siehst ja so gut aus. Aber das ist ja Geschmackssache. Also ich finde, er sieht ein bisschen aus wie der Kai Pflaume der Wildnis. Sowas. Er hat so ein bisschen, ja, wie sagt man, so ein Ranger. Wenn Kai Pflaume gefährlich wäre. Ja, haben wir jemand gesagt, ich würde aussehen. Tatsächlich hat mal jemand zu mir gesagt, ich würde aussehen wie Kai Pflaume mit Geländereifen. Und das, da wäre ich weiß nicht, ob das ein Kompliment war. Aber ihr seid so Typus so ähnlich, oder? Ja. Oder nicht? Findet ihr das auch, Mädels, Jungs? Wer ist gefährlicher, wilde Tiere oder wilde Frauen? Wilde Frauen. Ihr seid doch manchmal auch in der Südsee und so, ne? Ja. Sind da denn nicht wahnsinnig hübsche Frauen? Ich bin ganz oft in der Südsee, weil ich bin ja sogar Honorarkonsul der Republik Palau. Das ist ja so ein kleiner Südseestaat. Und die sind jetzt nicht so hübsch wie in den Spielfilmen. Da gilt ja
big is beautiful. Also je dicker, desto gut. Und das kann man mögen, aber muss man ja auch nicht. Was hältst du von den Funktionskleidungen bei Großstädtern? Finde ich irgendwie ganz komisch. Also ich trage am liebsten Jeans und ein T-Shirt, wenn ich Kriegst irgendwo... Kriegst du das auch im Urwald? Ja, also... Ja, jetzt. So Lederjacke? Ja, habe ich auch öfter schon mal angehabt auf so Expedition. Kommt drauf an, wie die Temperatur ist. Die meisten Leute sehen ja heutzutage, wenn sie Brötchen holen gehen, aus, als würden sie den K2 besteigen wollen. Das finde ich manchmal ein bisschen übertrieben. Und außerdem ist ja von dieser Funktionskleidung ist ganz viel auch Sondermüll. Also man wird ja durch diese Tierfilmerei irgendwann zwangsläufig auch zum Umweltschützer und achtet so ein bisschen auf so ein Krams. Und viele von diesen Funktionsjacken sind ja für die Umwelt gar nicht gut. Die muss man dann nachher wirklich zum Sondermüll. Aber ich glaube, wenn meine Kamerajungs eine Funktionsjacke kaufen, haben die aber so lange, bis die sich selber zersetzt. Ja. Ja. Und das kann bei Kunststoff ja ein paar tausend Jahre dauern. Dann kann man sie ja noch vererben, ja. Wenn man es selber ätzende, nicht schafft. Ätzende Säuren kommen. Hast du schon mal ein Tier zurückgebissen? Das habe ich in der Tat schon mal gemacht, nee. Also bei Hunden sowieso. Und ich habe auch mal ein Tigerbaby zurückgebissen, das mir voll in die Wade gebissen hat in Thailand und in so einem Kloster. Und da war ich so sauer, da habe ich das zurückgebissen. Wohin denn? In den Nacken. Oh. So ein typischer Paarungsbiss eigentlich bei vielen Tigern. Aber dann hast du ja in so einen Wollknäuel so, ja, da so reingebissen. Ja. Lies mal mit, ich lese mal, was du steht. Hast du dich schon mal in ein Tier verliebt? Jetzt wird's eklig. Ja, das wird eklig. Ist das nicht immer noch illegal? Ja, aber vielleicht ist Verlieben was anderes als Sex, ja, haben also mit dem Tier. Die beiden Kätzchen, die ich zu Hause habe. Ruft dich deine Mama manchmal an und beschwert sich, was du im Dschungel wieder für ein dreckiges Hemd anhattest. Das gibt's manchmal. Die sagt, Junge, wie du wieder aussahst. So geht das doch nicht. Die sehen dich doch alle. Sie? Ja, das habe ich schon mal gehört. Aber du siehst doch toll aus. Ja, das ist ja offenbar ja dann Geschmackssache. In Assel-Amor sieht es natürlich ein bisschen anders ja, aus. Ja, die ist inzwischen zwei Dörfer weitergezogen. Wohin? Die wohnt jetzt in Hamar. Ach, guck mal, ja. Das kenne ich auch. Das ist ja lustig. Wollen wir mal Musik hören? Sehr gerne. Von einer Band, die nicht aus Hamar, nicht aus Assel-Amor, nicht aus Köln kommt. Ihr Name ist etwas schwer auszusprechen. I will try it now. Begrüßen mit mir Laura Mula. Yay! Sehr gut. Was it okay? I'm Plattdeutsch, you know, we have a very strong okay. accent here in this area. It's fine. But the point is that you do so, so very nice music and you have a new CD out. I love the CD very, very much. But this song we hear now, Green Garden, is my absolutely favorite song. Yoo-hoo! We will listen to that now. Have fun with Laura Mula! Take me outside, sit in the green garden. There's nobody out there, but it's okay now. Really sunlight, don't mind if rain fall. Just take me outside, sit in the green garden. My shoes off, I walk on the carpet, the green velvet. Yeah.
jetzt ist das Lied vorbei. Ich behaupte, Ohrwurm wird ein Hit. Ja. Wenn es nicht schon einer ist. Das ist ein ganz tolles in diese Stimme. Ne? Ja, ganz toll. Hast du noch ein Thema, worüber wir reden können? Noch irgendwas aus dem Urwald? Ein Schwank aus dem Urwald? Ein Schwank aus dem Urwald? Bist du im Zelt denn schon mal überfallen worden von irgendeinem Tier? Hat schon mal so ein Tiger oder ein Bär an deinem Zelt gekratzt? Nee, ich hatte aber mal, was doof war, eine Schlange im Bett. Und, im Bett? Ja, ja, aber als ich rein wollte, zum Glück habe ich es gesehen, als ich die Decke so weggenommen habe und dann sitzt sie da. Und dann, das ist kein schöner Moment. Wusstest du, ob die gefährlich ist oder nicht? Das wussten wir, dass die giftig war, ja. Okay. Und hattet ihr schon mal ein paar Bonobo-Affen ins Zelt eingesperrt? Eingeladen. So, wenn ihr Party machen wollt und da war nichts los, damit ja, genau. So ein bisschen was los Komm, ist. Lass uns mal die Bonobos anrufen. Statt Porno, weißt ja. du? Dann kommt jetzt so eine Bonobo-Gang und dann... Ich höre jetzt auf. Komm, wir holen unseren nächsten Gast rein. Das heißt für dich, Dirk Peter Jörg, du kannst entweder jetzt hier so noch sitzen bleiben, oder? Ich hüpfe aber mal eben runter. Ungefähr so. Wie eine so. Gemse. Die Musik würde einfach schon mal anfangen. La la la, la la la. Sie ist sehr jung, sehr schön und sehr klug. Und ich habe sie trotzdem eingeladen. Ist das nicht toll? Jetzt kommt die andere und dann komme ich rein. Achso, nee, nee. Wir machen ja immer ein Liedchen, wir machen uns richtig Arbeit. Schön. Na? Na? Komm. Was trinkst Hallo. Du? Hallo. Oh, Bier. Ich trinke Bier. Musst du jetzt immer in die Ecke gehen, oder? Du und Bier? Peter Jörg, Caroline. Ich hab schon, aber ich... Hallo. Das war sehr männlich gerade. Das war nicht schlecht. Ich gehe mal durch. Du gehst durch. Und dann würde ich sagen, kommst du mittig. Und, oder wollen wir sagen, ich überlege gerade. Doch, wir machen das mal so. Ja. Caroline, du bist doch bestimmt irgendwie Biertrinkerin, oder nicht? Ja. Ich will dir jetzt nichts vorwegnehmen. Du kannst auch so ein Stoßgetränk haben, wie wir nee, hier. Nee, das Ola. Ist da. Dann eventuell muss ich dann brechen. Ich freue mich so, dass du da bist. Na, ich bin so froh, dass du mich eingeladen hast. Es gibt so wenige Frauen, die so sind wie du und trotzdem Comedy machen. Ich finde wahnsinnig wenig Frauen, findest du nicht? Ja. Jetzt nicht direkt mit Kittelschürze und Perücke rauskommen und sagen, Himmel! Oder weißt du, was Ja, aber wirst du das nicht auch dauernd gefragt, ob du das weißt, warum das so ist? Also ich. Ja. Was aber sagst du dann? Noch nie ich weiß eine nicht, Antwort, ja, ich auch nicht. Ne. Weil ich kenne auch ganz viele Frauen, die privat auch lustig sind. Ich auch. Und also wo die ich hätten, denke, die könnten genauso auf der Bühne stehen. Ja, die hätten aber tierisches. Aber also ist es für dich nicht auch noch schwierig, dass du noch nicht mal diese Themenfelder hast, du bist nicht übergewichtig? Du siehst sehr gut aus. Also es fehlen dir, gehen dir auch ein paar Themen weg. Du hast recht, worüber redest du? Das wäre jetzt meine Frage. Ich ja, ich rede zum Beispiel auch über meinen Arsch. Weil jede aber Frau... Aber du, der ist jede, ja, ja, aber jede Frau findet ihren Arsch zu fett, oder? Was empfinden wir denn jetzt wieder als Koketterie? Ja. Wenn du jetzt über deinen Arsch, den du zu dick findest, redest Ja, ich rede eher darüber, dass warum jede Frau ihren eigenen Arsch zu dick findet. So, das wird jetzt Und sehr warum? Moralisch. Ja, weil so? Das in der Frauenzeitung steht. Dein Arsch ist zu dick. Das ist, steht zwischen den Zeilen. Da steht zwar... Ach, wir gucken mal Wellness und so, aber eigentlich steht da, dein Arsch ist zu fett. Dabei mögen Männer eigentlich dicke Ärsche. So ist es. Häufig, die meisten. Magst du dicke Hintern? Ich wusste, dass du mich das jetzt fragst. Aber und hast du schon schnell vorher überlegt, was sage ich, wenn sie mich das jetzt fragt? Die Proportion, also ein dicker Hintern dagegen, ist Stimmt. prinzipiell nichts zu sagen. Ich glaube, Proportion ist fast wichtiger. Ich glaube, die Proportion ist wichtiger als dünn oder dick. Das Lustige ist, worüber du gut erzählen kannst, ist über deinen Papa, der ist Banker ja. und wahnsinnig geizig. Und ich habe dein Buch gelesen und weiß ich aber immer nicht, hast du sehr viel dazu, auch da wusste ich wieder nicht, hat sie sich das jetzt so als Kabarettistin überlegt oder als Comedy-Frau überlegt oder ist der Vater wirklich so, dass also, der immer zu irgendwelchen Bratwurst-Events fährt, der, ja. ihr guckt quasi euch so Werbeheftchen an, mhm. welches Möbelhaus hat Eröffnung mhm. und dann, erzählen wir weiter. Dann sind wir da hingefahren, als ich noch klein war, weil wir da Mittagessen waren dann. Für Lau. Ja.
Und ich kann ja mal gerne meine Mutter zitieren. Wenn Leute fragen so, Mensch, was die Caroline alles erzählt auf der Bühne, das ist doch viel übertrieben. Und so, dann sagt meine Mutter mal, ja, das stimmt, außer alles, das über den Vater ist alles wahr. Ist es echt so? Ist echt so. Und aber war das Perverse nicht an diesem Bratwurstessen damals immer, dass ihr auch noch Wechselgarderobe mitgenommen habt, um diverse Würste auch noch in Tupperware zu stecken? Ja. Also einmal da sein, die Kinder umziehen, die Kinder Würstel betteln gehen und so. Ja. Und dann immer, und geh doch nochmal, nee, jetzt stell dich nochmal an. Nein, Papa, ich will nicht. Wurst. Doch, jetzt stell dich nochmal hin. Und magst du heute noch Bratwürste? Ja, gerne. Ich liebe Wurst. Und du liebst Matt. Ich liebe Matt, ja. Richtig Matt? Du bist die einzige Frau, die ich kenne, die wahnsinnig gerne Matt ist. Das ist doch Bullshit, ja, ich esse so ein bisschen Matt, aber wenn ich so ein Brötchen hätte, dann habe ich auch das Gefühl, jetzt habe ich so viel rohes Rinderbein, Schweinefuß in meinem... Ja, ist doch so, oder nicht? So rohes Matt mag ich nicht so gerne im Bauch haben. Nee? Ist doch wie Sushi, nur mit... vom. Aber Fischroh ist was anderes. Isst du auch jeden Tag Matt? Nee. Nee, was? Das nicht, aber schon oft. Also wenn sich die Gelegenheit bietet... Und dann kann ich nicht vorbeigehen. Isst du auch so im Catering, wo du nicht weißt, wo das Matt herkommt, das Matt? Ich esse nicht das, was an den Ecken schon braun ist, das meinst du? Ja? Oder machst du es dann weg? Nee. Und nee, so krass bin ich. Und auch dick Butter und dann Matt oder nur Matt? Ne, Butter muss auch. Wahnsinn. Es muss so viel Butter, dass die Zähne sich, das sind die einen Abdruck hinterlassen. Das muss. Hast du mal den Anrufer mitgekriegt, der, wie heißt der, bei Domian angerufen hat? Der das mit eine Frau aus Matt gemacht hat. Jetzt aber mal, das ist doch total... Das, wie danach soll das hast du gehen? Trotzdem noch... Ich, ja, wie soll das gehen? Kannst du es nicht vorstellen? Der muss sich doch ganz vorsichtig da draufgelegt haben, sonst wäre die doch... Ich glaube, dem... Also nur kurz die Geschichte war, da hat sich eine Frau, glaube ich, 60 Kilo... Ein Mann, 60 Mann. Kilo, Entschuldigung, Matt gekauft, eine Frau draus geformt und sich draufgelegt und rumgerödelt. Und Domian musste jetzt irgendwas dazu sagen. Aber das war... Ich verstehe das nicht. Warum muss man... Es gibt doch auch diese Geschichte, dass so das LKW-Fahrer so Matt in eine Thermoskanne tun und dann auf Reisen... Macht der nachher Frikadellen draus? Weiß ich nicht. Was gibt's? Diese LKW-Dings kenne ich auch. Aber dafür gibt es doch diese Treppelpussy immer an den Tankstellen. Genau. Hast du die mal ausprobiert? Also nur mal auf, da muss man da so Wasser reinmachen. Ja, aber verstehst du das? Ich verstehe nicht, warum man als Typ, warum holt man sich nicht einfach runter? Gut, fertig. Und dann weil wir nicht so an, ich werde keine Fragen dazu beantworten. Du musst ja vorher wissen. Guck mal, du musst ja, erstmal musst du ja wissen, oh, morgen Abend, da werde ich aber tierischen Druck haben. Ja. Dann bestelle ich mir heute mal ein paar Kilo Matt. Und stelle mich dann dahin und dann habe ich doch keinen Bock. Das ist so wie bei Barbies spielen. Früher baue ich alles auf und dann kein Bock mehr. Ich könnte mir vorstellen, dass es egal ist, was er am Tag vorher denkt. Wenn er diesen Matt-Klumpen sieht, dann geht es einfach ab, glaube ich. Kann ich mir vorstellen. Und dein Papa, nur noch mal um ganz kurz wieder auf dieses Bratwurst. Ja, ist gerade ein bisschen schwierig, aber ja. Haschen, zu kommen. Du hast ja dann irgendwann in einer Wohnung gewohnt. Auch da war dein Papa der geizige Banker. Mhm. Weil du gesagt hast, Papa, mir schickt gar keiner eine Stromrechnung. Und er ist ja so wahnsinnig geizig. Ja. Und hast du gesagt, soll ich die nicht anrufen? Ja, genau. Ich wusste ja nicht, wie das ist, ne? Ob ich da bei den Stadtwerken anrufen muss oder ob das jemand für mich macht und so. Mein Vater hat gesagt, nö, lass doch mal, warte doch mal ab. Und dann 10 Jahre später immer noch nichts. Du hast 10 Jahre Strom gehabt und keinen Cent bezahlt. Ja. Ja, nicht 10. Wie lange habe ich da gewohnt? 5 Jahre oder so. Aber nie was bezahlt. Und mein Vater, ja, warte mal, vielleicht haben die dich ja vergessen. Ja, und dann irgendwann bin ich da ausgezogen. Und dann hat, ich gesagt, was soll ich denn jetzt machen und so? Und dann hat mein Vater gesagt, der hat einen Kumpel, der wird ihm noch einen Gefallen schulden. Und der könnte sich einen Blaumann anziehen und da vorbei und das einfach abschrauben. Ja. Weil das sieht dann wichtig aus. Und ich so, was? Nein, und dann wäre der Zähler weg. Ja, und dann habe ich dann rebelliert und gesagt, nein, ich möchte das nicht. Und hast es bezahlt? Ja. Und wie hoch war die Rechnung? Das ist ja total viel gewesen. Ja, es waren irgendwie 5.000 Euro. Viel. Voll. Und ich musste das dann so in Raten und so. Ich hätte gesagt, Papa, wenn du das findest und das in Ordnung findest, ich habe nichts gesehen. Kommt, dann hättest du so gesagt, mein Papa hat gesagt. Nee, dann hätte ich gesagt, was? Davon weiß ich gar nichts. Dieser Strom, ich dachte, er kommt aus der Wand. Ja. Was ist Strom? Bezahlen? Ja. Kommen Sie rein. Stimmt es, dass du als Baby so hässlich warst? Ja. Nee, jetzt, ist es jetzt ehrlich so? Doch. Aber was ist denn ein hässliches Baby? Das geht nicht. Warum? Was war denn so hässlich an dir? Alles. Ich hatte keinen Hals. Hä? Ich hatte keine Haare. Ich sah aus wie so ein Klumpen, der hingefallen ist. Und dann so, wie wenn du so Knete in der Hand hast oder so Ton. Und dann fällt dir der hin. Dann ist der unten so dick und oben so. So sah ich aus. Wirklich. Ich glaub dir das nicht. Doch, und meine Mutter hat mir dann auch so ein Kopftuch angezogen, damit man sieht, dass ich ein Mädchen bin. Also so ein wie eine Putzfrau so. Das sah. Ich sah dann aus wie eine dicke Putzfrau. Heute haben wir Mädchen.
finde, du hast früher wolltest du unbedingt den Hitman heiraten. Und zwar so. Wie heißt der richtig? He the Hitman. Brad the Hitman. Brad the Hitman. Ist aber nicht von Brad, hat nichts mit Brad Pitt zu tun oder so. Der heißt Brad the Hitman. Nee, aber Brad Pitt würde ich jetzt nehmen. Geht was das? Ändert sich da im Leben einer Frau, dass sie mit 10 Jahren meint, dass... Was ist mit mir passiert, dass ich das, also das ist eigentlich, warum? Das ist schon was hart. Ist ich finde das auch wirklich hart. Der hat rosa Slip an, ne? Nicht, dass das... Guck mal, und der ja, das hat er über der Hose an. Aber der hing ja als Plakat in deinem Kinderzimmer, absolut, weil du den heiraten wolltest. Ja, und da kam auch meine Oma rein, fällt mir jetzt gerade ein, und hat dann so geguckt, aha. Und hat gesagt, scharfer Typ? Weiß ich nicht, ich kann mich nicht erinnern, was sie, aber das ist so... Ich würde ihn so gerne irgendwie da hinklemmen, ich gucke mal, ob es hält. Stell mal, guck mal, das Bild, ne? Da hat doch irgendjemand hat doch gesagt, warte, ich mach dir noch die Haare so, oder? Ja, aber das ist ja, aber würdest du heute auch sagen, der sieht doch echt scheiße aus? Oder war das auch die Zeit damals mit diesen Haaren, so Milli Vanilli und so? Immer scheiße, oder? Immer scheiße? Das ist doch immer schon scheiße. Und waren deine ersten Fantasien auf Hitman? Brett the Hitman? Ja, aber die hatten mehr was damit zu tun, so in den Arm genommen zu werden, glaube ich. Ach, echt? Oder so auf die Kirmes gehen oder so. Ja, da war ich 10 oder so. Stell dir mal vor, ich hätte eine Tochter und die hätte dann mit 10 den Hitman an der Wand und ich würde mir wahnsinnig Sorgen machen. Und wer mit der auf der Kirmes? Ja. Ich würde mir echt Sorgen machen. Ich hätte mit 10 gesagt, nein, ich möchte das. Lasst mich in Ruhe. Lass mich. Der braucht mich. Ja. Stimmt es, dass du fast ein bisschen messy wärst, wenn man dich lassen würde in deiner Wohnung? Wohnst du in einer WG oder alleine? Nee, ich habe immer alleine. Zusammen. Ich habe immer alleine gewohnt, Gott sei Dank. Gott sei Dank? Ja, weil ich habe dann alles so in. Also mittlerweile geht's. Ich habe, also, ich weiß nicht, je älter ich werde, desto besser finde ich es auch, wenn es nicht... Ja. Wenn man was findet. Ja, wobei, ich finde immer alles. Ich finde eher was nicht, was jemand wegräumt dann. Mhm. Klassiker. Aber ich habe gerne so alles in so einem Umkreis um mich rum, wo ich das mit dem Arm so erreichen kann. Ich habe früher noch geraucht und da habe ich so, wenn dann kein Aschenbecher da war, habe ich auch einfach so auf dem Teppich, scheißegal. Weil kann man ja wegsaugen, hast du gedacht. Ja, eben. Das war mir scheißegal. Schlimm, ne? Und wann ging das dann einfach so weg? Oder war mal jemand zu Besuch und hat gesagt, ich ja, würde mich tatsächlich, jetzt in dich verlieben, aber ich kann mich nicht in dich verlieben, weil du riechst nach Mett, Zwiebeln und auf deinem Teppich nicht Asche. Kann es sein? Das war tatsächlich weg. Und hast du das Gefühl, wenn du viel auf Tour bist, dass es einfach auch schön ist, in eine Wohnung zu kommen, wo man jetzt einfach ungefähr so aufgeräumt ist wie mein Hotelzimmer, ja, so, dass es nicht im Hotel geiler ist als zu Hause? Ja, auf jeden Fall. Ja, das hilft sowieso, ja vielleicht auch. Sowieso geil, dann zu Hause zu sein. Und wenn es dann auch noch so, mittlerweile habe ich eine Putzfrau und die macht ja dann sauber. Also, das aber ist auch nur, wenn's das ist, ich finde das so erniedrigend und es tut mir auch so leid, aber ich habe immer ein schlechtes Gewissen, dass sie meinen Dreck wegmachen muss. Mach ich gerne, Inna. Ja. Meine Oma hat ja immer vorgeputzt, wenn die Putzfrau kam. Mache ich aber auch. Und ich möchte nicht, dass meine alten Hosen da überall rumliegen und so. Deswegen räume ich immer auf. Ja, die Unterhosen räume ich auch auf. Man die ich sehe so. Die obersten. Wenn die zufällig auf der Asche liegen, nicht die unter der Asche liegen. Wollen wir mal singen? Ja. Und zwar von den Carpenters. Yes. We will have a song from the Carpenters. Wenn ihr Fragen habt, dann bitte aufschreiben. Caroline beantwortet alles. Vor allen Natürlich. Dingen sehr gerne über ihr Privatleben. Gerne alles. Das ist gerade ein bisschen zu kurz gekommen, kann das sein, Caroline? Ja. Was? Ich habe doch alles offengelegt. Privatleben. Da sind unsere Mikros. Das meins. Wow. Sehr schön. Warte. Sind wir denn schon so weit? Wie war noch mal der Anfang? Ihr macht einfach, fangt an und wir setzen ein. Such a feeling's coming over me. There is wonder in most everything I see. Not a cloud in the sky. Got the sun in my eyes. And I won't be surprised if it's a dream. Everything I want the world to be is now coming true, especially for me. And the
natürlich sehr schön gesungen. Nein, das war ja gar nicht. Aber richtig Spaß macht es natürlich, wenn einer singen kann und man darf dann mitsingen. Es war mir gerade ein inneres Bratkartoffel. Mir auch. Ganz toll. Singst du eigentlich im Programm? Ein bisschen, nicht viel. Und was dann so? Du machst doch mit einem Kollegen von den Baseballs. Irgendwas mit zwei Zimmer. Das ist ganz lange her, aber das haben wir mal gemacht. Ja. Da war der noch gar nicht Baseball. Das ist so, ach damals, weißt du, ganz lange her. War noch ganz, was ist denn hier los und so, da wusste ich gar nichts. Aber überhaupt auf die Bühne gekommen, nicht dadurch, dass du irgendwo gearbeitet hast bei einer Produktionsfirma, Brötchen geschmiert, Kaffee geholt und dann musstest du irgendwo jemanden vertreten? Nein. Doch, ja, das war wirklich so. Ich musste das Kamerateam, alle musste ich hinfahren zu dem Drehort. Und dann kamen wir da hin und wir waren zu spät und so, weil wir ganz viele andere Drehs schon gemacht haben. Und da, die Komparsen, die da warten sollten, waren nicht da. Und das sollte halt so ein Pärchen im Wald sein, das halt irgendwie hinterm Baum rammelt. Man sieht die nicht richtig und so. Kannst und dann du das so, ja, mal machen? Ja. Wenn ich kannst du das mal machen, mach das. So. Ich kannst du das mal machen. Und dann sah man nur so deine Beine wahrscheinlich irgendwie so machen. Der Dreh ist Ficken 100. Also noch. Ehrlich? Und das war der Einstieg? Ja. Aber es war eigentlich nicht dein Lebensplan wahrscheinlich, ne? Ja, aber ich habe Bier getrunken, ich habe keinen Plan gemacht. Ich sag's ja auch immer. Bier hilft aber auch weiter manchmal. Ich weiß nicht, ob du zum Beispiel Dirk Peter Jörg da an meiner Kühlstelle sitzen bleiben möchtest. Wenn du sagst, es stört ihn nicht, würde ich mich mittig setzen. Alles klar. Und wir gehen von hier aus sowieso alle drei rüber. Wie kommen wir denn rüber? Das ist jetzt die Frage. Wie wollen wir da rauf? Musst du ein bisschen was bieten jetzt. Elegant vielleicht. Können wir neues Bier haben, Frau Müller, für Caroline? Das ist so wie beim Voltigieren, ne? Beim Voltigieren. Oh! Juhu! Ja, vielen Dank. Ich habe Fragen für dich. Hast du was zu trinken? Das ist dein Getränk. Okay, okay. Und das ist meins. Wir sagen mal Prost, Prost, Jungs! Prost! Wem zeigst du deine Zalte? Zarte. Ach, zarte. Ponymädchenseite. So, die existiert. Allein die Formulierung ist ja so beschissen, oder? Wem zeigst du die zarte Ponymädchenseite? Natürlich dir, der du diesen schönen Satz geschrieben hast. Ich würde ihn gerne dir zeigen. Denkst du manchmal noch, hoffentlich bekommen meine Eltern diese Zote nicht mit? Nein. Nie? Nie, weil meine Eltern immer, wenn ich in der Nähe spiele, dabei sind. Und die kennen alles. Stolz? Ja, ich habe mal ein Lied über... Oh Gott, das ist jetzt auch wieder so eklig. Ich habe mal so ein Lied über Sperma gesungen. Das kam nur darin vor und dann war mein Vater in der ersten Reihe. Und dann hat irgendwie der Moderator so gefragt, ist das jetzt schlimm für Sie? Und mein Vater, nö, das ist lustig. Ja, aber ist doch toll, wenn der so reagiert. Ja. Wie stehst du zu Tierversuchen? Nee. Szenen. Tiersex-Szenen in Naturdokus? Ja, heißt das Tiersex-Szenen? Top oder Flop? Top? Nee. Das heißt nicht Tiersex-Szenen. Doch. Doch, da, S-E-X. Aber am besten ist Top oder Flop. Ich glaube, ich meine Tier mit Tier. Also. Das kann man doch nicht so schwarz-weiß sehen. Top. Was ist das? Wie gesagt, bei uns, bei was Top wird Caroline Kebekus butterweich? Ich kann zum Beispiel, wenn jetzt in Köln beim Karneval, ne, das ist jetzt vielleicht ein bisschen schwierig zu verstehen, aber da gibt es so Momente, wo alle in der Kneipe sind und so, dann, wenn dann so melancholische Lieder kommen und so, dann heulen wir alle. Also danach ist es wieder vorbei, aber da weinen wir alle. Und es ist so, weiß ich nicht warum. Aber das ist doch schön. Das vielleicht. Ja, das weil ist doch eine super alle Antwort. Weil wir sind in diesem Moment. Ich habe 17 Jahre. Nein, weil wir alle irgendwann sterben. Ich habe 17 Jahre deswegen in Köln gewohnt. Ich weiß genau, wovon du redest. Ja, siehst du, und man weint in dem Moment, weil man irgendwann nicht mehr schunkelt. Weil das Schunkeln irgendwann aufhört und man nach Hause geht. Deswegen weint man dann. Aber weint man nicht auch bei euren kölnischen Liedern, die ja so wahnsinnig in Moll immer. Die gehen ja in so eine bestimmte Tonart immer mittendrin. So ein Wohlfühlschmerz auch, ne? Ja. Mhm. Aber da kann man sich echt reinsteigern. Das traurigste kölsche Lied? Wo uns empfehle? Mhm.
Könnt ihr das singen? Bei klar. uns im Fädel. Das na, ist na, doch na, klar, na. Das Schönste, was man hat, schon all die lange Jahr, ist unser Fädel. Wer kennt das noch? Ich höre das damit singen. Ja. Ach, da hinten. Hält mal zusammen, egal was doch passiert. Kannst du sehen, was in Hamburg los ist? Nix. Weil es ist so schön, aber es kennt einfach wirklich keiner. Ja, aber guck mal. Deswegen, ich mag ja, meine nächste Lieblingsstadt ist ja Hamburg tatsächlich. Warum eigentlich? Weiß ich nicht. Kann mir das jemand erklären? Ich habe immer das Gefühl, wir sind uns ähnlich. Kölner und Hamburger sind sich irgendwie ähnlich. Worin denn, meinst du? Weiß es nicht. Ich dachte immer, wir mögen uns, weil wir so unähnlich sind. Ich auch immer ehrlich gesagt ein bisschen. Ich weiß nicht, vielleicht, weil wir alle den Süden nicht so mögen. Warum können Ina deine Gäste so toll singen? Tja, sie werden ein wenig danach ausgesucht. Und man hat rumgefragt, wer unter den Moderatoren und Comedy-Frauen, Kabarett-Frauen kann super singen. Und da seid ihr aus dem Wallomaten gekommen. Wir haben, glaube ich, alles gefragt, was man fragen kann. Und es gibt jetzt Musik. Und ich freue mich so, weil ich kenne diese Musik und die Band seit 20 Jahren. Und ich hätte nie gedacht, dass, wenn ich sie mal einlade, dass sie wirklich kommen. Aber nach 20 Jahren ist es soweit. Ich weiß, du hast sie auch sehr, sehr viel gehört. Ich bin ein Fan seit 20 Jahren. Und so. Ich finde es total cool, dass sie heute hier sind. Und deswegen sagen wir jetzt schon mal, wer da ist, und reden dann weiter. Begrüßt mit uns Taco Tranny! Nein, warte, Jungs! Warte noch! Es ist wirklich so, Jungs. Vor 20 Jahren wirklich die erste Scheibe gehört und du auch. Wo hast du das immer so gehört? In deinem, ich will nicht sagen Kinderzimmer, aber Jugendzimmer schon. Naja, ich habe ja da schon in Hamburg gewohnt und dann so in den Clubs auch schon. Das war schon ganz gut da. Weil die Jungs halt, das war immer die coolste Scheiße. Ja. Ist es auch immer noch. Es ist jetzt mittlerweile noch ein bisschen andere coole Scheiße dazugekommen. Aber es ist ja auch nicht leicht, über 20 Jahre coole Scheiße zu bleiben. Und dann haben wir gefragt und hab gesagt, klar kommen wir, obwohl ihr selten ins Fernsehen geht. Und ich drücke eine Träne aus meinem Auge vor Freude und wir hören jetzt einen wunderschönen Song. Ich will für dich nüchtern bleiben. Taco Tronic! Ich will für dich nüchtern bleiben und aufhörlich Berichte schreiben. Einen Tag ohne Scham erleben. Ich will frei sein und mich gleichzeitig ergeben. Kannst du mich nicht fallen sehen? Kannst du mich nicht fallen sehen? Kannst du mich nicht fallen sehen? Kannst du mir verzeihen? Ich will nicht und für dich sein. Um Dämonen zu vertreiben, will ich für dich nicht. Bleiben. Ich will mich für dich reparieren, meine Heilung inszenieren, meinen Spleen clean erleben. Ich will frei sein und doch auf dem Boden kleben. Kannst du mich nicht? Kannst du mich nicht schreien, oh? Kannst du mich nicht schreien, oh? Ich bin hier allein, ich will nicht für dich sein. Um das Koma zu vertreiben, will ich für dich nicht bleiben. Kannst du mir verzeihen, ich sehe nicht für dich.
schön.